Willkommen hier zu Hotlap der F1 2022 Season. Wir sind in Jeddah, Saudi-Arabien und ja, das Rennen dieses Wochenende steht unter keinem guten Stern, aber wir reden später dann noch ein bisschen drüber. Das Debüt gab es letztes Jahr 2021, 6124 Meter, unfassbare 27 Kurven, 11 rechts und 7 links. Hamilton hat die meisten Wins wie mit dem im letzten Jahr natürlich einen und es gibt 50 Runden zu absolvieren und jetzt gucken wir uns nochmal die DRS-Sektoren an und ja, da sehen wir, die Strecke ist sehr flach und wir haben 3 DRS-Zonen und natürlich auch 3 DRS-Messpunkte, sehr flach die ganze Strecke und viele Kurven immer aufeinanderfolgend, also die Strecke ist wirklich sehr toll, auch das Qualifying gestern war verdammt spannend und links auch sehr lang, vor allem ist die Strecke aus der letzten Kurve raus, Verstappen letztes Jahr ein bisschen angeditscht hier, aber dennoch, jetzt mit DRS in Richtung Kurve Nummer 1, die verdammt eng ist für Formel 1 Verhältnisse, muss man echt sagen. Auch im Rennen kam es da auch oft zu Berührungen und auch zu Abkürzern. 1, 2 und 3, man fährt immer ganz eng an den Curbs, außer hier bei der dritten kann man links ein bisschen raus beschleunigen. Solla, dann geht's in Kurve Nummer... Nein, Blödsinn, hier nochmal die Replay der ersten Kurve. Mag ich sehr, ist aber auch sehr tricky. Hier mit dem Wing sieht man echt, wie nah man hier gerade bei der ersten Kurve an die Mauer dran fährt. Ricardo ist auch ein bisschen, hat da den Banner mitgenommen. So, jetzt Anfahrt Kurve Nummer 4, 5 und 6 mal. Das ist, ja, die 5er ist gerade ein bisschen tricky. Man fährt die nämlich nicht mit Vollgas, weil das nicht geht. Man muss da immer entweder Halbgas durchdrücken oder einmal kurz lupfen. Ich drücke immer Halbgas durch und fahre und lasse das Auto ganz rauf beschleunigen. Hier dann 9, 10, 11. Bei 11 ist immer Track Limit sehr, sehr knapp. Und die 12er. Musst du echt alles, da musst du mal reinkommen. Und hier, wow, da waren die Track Limits echt ganz, ganz nah. Und ich bin nur eine 1,29,1 oder so gefahren. Also ich bin echt nah, natürlich an der Zeit von gestern dran. Aber bei Gott nicht irgendwie an den Zeiten vom letzten Jahr, wo man ja da gefühlt 1,25 oder so gefahren ist. Die Formel 1 ist noch ein Ticken langsamer. Man merkt sich, denkt mal, bis nächstes Jahr wird man da wieder schneller sein. Hier der Abflug von Latifi gestern. Kurve 13, eine sehr lange Linkskurve. Und ja, in Kurve 7 war natürlich auch noch der Abflug von Mick Schumacher und auch von in der Formel 2 gab es da auch einen Unfall. So, beim Rausbeschleunigen ganz, ganz nah fährt man dann die Mauer dran, auch hier rechts ganz nah. Jetzt kommt so eine tricky Stelle wieder 15, 16, 17. Bei 15 musst du, oder bei 16, musst du echt ganz nah an die Mauer dran. Von 18 ist nur dieser Knick. Dann haben wir DRS, kannst du dich am Gegner ein bisschen dran saugen, auch in den schnellen Kurven hier, bis dann der härtere Brems kommt. Punkt in Kurve 22 kommt, auch links fährt man wieder nah an die Mauer dran, hier rechts macht man echt viele Fehler und 25, Detection Point vom DRS, jetzt gucken wir uns mal die Replay an, weil das hier echt eine Schlüsselstelle ist, auf jeden Fall ist, man muss da echt nah oder kann sich da schön an den Gegner dran kämpfen, auch links merkt man dazu echt nah an die Mauer dran zu fahren, 25 dann, kurz verschnaufen und ab hier geht eigentlich ab, 24 geht alles Vollgas, 26, hier war der Auffahrunfall von Hamilton und Verstappen und die 27 und wir sind durch eine Runde hier in Jeddah, so viele Kurven, so eine lange Strecke, aber dennoch ist man hier eigentlich mit einer 1, ja, rund 30 ziemlich gut dabei. Abonniert gerne den Channel, schaut unbedingt gerne auf iTunes-Gaming auf Instagram vorbei, auf itz-tobi auf TikTok, würde mich echt freuen und für mehr News und Rande, Infos am Rande, wie gesagt, gerne auf itz-tobi vorbeigucken, Links immer alle unten in der Bio, subscribe gerne den Kanal, kostenlos und lasst unbedingt gerne ein Däumchen oben da. Vielen Dank, morgen gibt es dann das Rennen in unserer Mega-Season, ciao.